Hallöchen und herzlich willkommen bei Staxel. Wir räumen jetzt erstmal auf, weil war ja klar, dass wir dieses Event gewinnen werden. Nicht, weil wir so eine geile Sau sind. Ich meine, das auch. Aber, weil wir ja wissen, ist alles irgendwie geskriptet. Also, reißen wir den ganzen Müll hier ab. Ich weiß nicht, was wir damit sollen. Und weil ich so ein netter Mensch bin, spenden wir das alles. Weil ich möchte das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht auf meinem Grundstück haben. So geil war dieses Event jetzt wahrlich nicht. Das wirkte so ein bisschen hingeklatscht. Ist aber nicht so das Problem. Das kriegen wir schon hin, indem wir einfach hier auf den Eventplatz. Ja, wo haben wir es denn? Wir haben ja diese Pappmaschee. Ich habe schon wieder vergessen, diesen blöden Kuhäuter-Gedöns da wegzustellen. Ne? Diese Melkmaschine. So, und das noch. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich habe immer noch den Schlüssel der Stadt. Den können wir auch irgendwo hinlegen. Ich brauche den ja nicht. So. Dann stellen wir das mal hier hin und mal hier hin. Hier passt auch noch einer hin. Sehr gut. Kann man hier das draufstellen? Guck. Wieso nur einen? Ich hatte doch ganz viele davon. Ach, da stehen 5 Stück drauf. Ach so, ja, nee, dann will ich ja nichts gesagt haben. Ich hatte gerade so ein bisschen, wie ist, weißt du? So. Warte. So und so. Und die Dinger auch hier drauf. So, dann haben wir das alles zusammen. Dann haben wir das, was das Event ist. Was machen wir mit diesen Steckrüben hier? Erntefestival. Komm, das stellen wir auch hier hin. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Ganz ehrlich. Können da Steckrübensalat draus machen. Oskar, willst du mir nicht gratulieren? Ich habe gewonnen. Noch etwas Zeit und alles ist bereit. Die Vorbereitung meiner Kampagne ist fast abgeschlossen. Ich muss nur Unterstützung von ein paar mehr einflussreichen Bewohnern. Ich werde sicherstellen, dass dieses Dorf sauber bleibt. Ja, nee, das ist... So, dann bringen wir eben den Schlüssel der Stadt weg. Wir wissen ja, wir haben hier ein Gebäude gebaut, das gehört uns. Im Grunde meins. Oder Mainz. Weil ich denke immer, wenn ich Mainz sage, dann ist es ja die Stadt, weißt du? Deswegen sage ich so gerne Mainz. Sehr gut. Guck mal, dann haben wir das und das daneben. Hier geht ja sonst keiner rein. Das ist ja keine Kulturhauptstadt hier. Müssen wir uns ja keine Gedanken zu machen. So. The next one. Wir räumen nochmal ganz schnell auf. Und dann gehen wir... Cecil. Wer war denn nochmal Cecil? Verdammt. Ich weiß, die hatten wir. Das war doch so eine... War das nicht? Oder wie? Weißt du, ne? So. Ja, wir müssen auch mal ein Dach machen. Da bin ich ja bei. Gedanklich jedenfalls. So, und Pilz. Das hier. Hier kommt das rein. Hier kommt die Kirsche rein. Vielleicht sollte ich die Eier einfach woanders hinlegen. Komm, die legen wir einfach ins Regal, oder? Ups. Das war jetzt so keine Absicht. Ich kann nicht mehr 12 Stück nehmen. Das ist ja blöd. Also im Regal gehen auch nicht mehr als. Alles klar. Gut zu wissen. Was haben wir hier? Nochmal 12 Eier. Ich bin froh, dass wir nicht übertreiben. Ehrlich. Bin wirklich froh, dass wir da alles im Griff haben und warum fällt mir jetzt die Kacke auf den Boden? Ich bin leicht verwirrt. Kann das sein? So, den Pilz noch dann. Nochmal 12 Eier. Wie viele Eier haben wir denn hier? Das ist ja die reinste Eierfarm. So, was ist mit dem Pilzhut? Der sieht super aus. Wenn du schon Pilze an den Füßen hast, dann willst du die natürlich auch am Kopf haben. So, den legen wir auch mal weg. Und das, die kommt auch noch weg. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Die Eier legen wir hier runter. Das machen wir so. Also, ne, ihr seht, aufräumen ist ziemlich wichtig in dem Spiel. Denn jetzt müssen wir... Warum geht eigentlich meine Tür nicht zu? Hund, hast du die kaputt gemacht? So, hier irgendwo waren die... Sprinkler, hier war das Holz. Hier hinten sind die
Kühe. Dann stellen wir das mal wieder rein. Hast du mir eigentlich schon gratuliert, Ria? Geschwister können manchmal, aber es ist trotzdem toll von ihnen zu hören. Wenn ich nur bessere Methode hätte. Ja, also eine Flaschenpost ist sicherlich nicht die beste Methode. So, wer zum Teufel ist jetzt Cecil? Das ist Mortel. Wir rennen mal in die Stadt. Wer war denn nochmal Cecil? War Cecil nicht ein Postbote? Jetzt, wo ich gerade hier so sinnlos rumlaufe. War doch, ne? Oder? Wir können ja ein bisschen Geschenke verteilen. Hier, komm, ich nehme mal so eine Eichel mit. Haben wir hier ein Pilzchen? Ah, hier so einen besonderen Pilz. Komm, einmal für die. Haben wir noch einen besonderen Pilz? Hier war doch noch einer, der so auf Pilze stand, oder nicht? Dann können wir ja auch mal gucken, wie wir überhaupt stehen. Jetzt machen wir mal so ein bisschen... kein Pilz hier? Gut, verschenke ich einen Käfer. Moment. So. Haben wir eine Übersicht? Bei welchem Bewohner wir wie in der Kreide stehen? Also jetzt nicht finanziell, sondern eher so von Freundschaft und so. Denn ich weiß, dass wir unsere... Hier, Eris zum Beispiel. Aber die wartet. Ich warte hier, bis alles fertig ist. Okay. Ne, dafür brauchen wir ja einen Mammutbaum. Wie ist das denn mit Live? Live ist live. Der ist auch noch nicht so ganz hundertprozentig, ne? Kann ich dir das hier geben? Marienkäfer für mich? Oh, ja, ja, der ist für dich. Vielen Dank, Vettel P. Ich werde sicher aufbewahren. Sehr gut. Hm. Gibt es nicht so eine Übersicht? Ich guck mal, M ist Map. Also keiner von den normalen ist Cecil. War das nicht doch eine Postbotin? Dann müssen wir aber morgen früh mal in die Stadt. Ja, ich sehe immer noch bescheuert aus, gar keine Frage. So, mal eben das Handy wieder weglegen. Was ist denn L? Gibt es irgendeinen Tastaturbefehl? Ja, das ist J. Vielleicht weiß Cecil, was los ist. Cecil, der Name kommt mir so wahnsinnig bekannt vor. Das war J. Gab es nicht aber auch eine Übersicht, wer wie auf mich steht? Ne, J war es nicht, ne? I? Gibt es hier eine Übersicht? Das sind Kunstwerke. Das ist das, was wir freigeschaltet haben. Das sind die Fische. Da scheint also auch noch eine ganze Menge zu fehlen, ne? Da müssen wir wirklich nochmal eine Angelfolge machen. Auch bei den Käfern. Grüne Libelle. Goldene Libelle. Blaue Libelle. Bananenkäfer. Aha. Okay. Aber gab es da nicht irgendwo eine Übersicht, mit wem ich wie befreundet bin? Das hier ist ja dieser komische Baum. Hier scheint es noch Schafe. Achso, richtig, Schafe haben wir auch noch nicht. Wir haben also noch ein bisschen was zu tun. Ernte einen goldenen Samen vom Samenhersteller. Platziere einen Kaufverein. Ernte 10 Samen. Samenhersteller müssen wir ja auch noch irgendwo bekommen, wa? Also ihr seht... Wer ist das denn hier? Ach, das ist ein Bild. Fange 100 Fische. Ja gut, das ist ja machbar. Das haben wir alles hier. Beste Freunde, werde der beste Freund eines Bewohners. Unzertrennlich. Also wir müssten, anscheinend haben wir noch alle Dorfbewohner mit Quest rein. Farmfan, oder wen soll ich einladen? So, was haben wir denn hier? Koche eine Konserve. Okay, das ist alles, was mit Kochen zu tun hat, ne? Ja, gut, das koche Suppe, backe, ja, das kriegen wir doch hin, oder? Das ist ja, das wollten wir ja eh mal machen. Huhn, Ei, sammle 100 Eier, da sind wir bei. Stelle eine Schweinefarm auf, hebe 100 Häufchen auf. Also das haben wir auch. Wir müssen uns nur noch um Schweine kümmern. Ihr Schweine. Und was haben wir hier? Und Schafe. Schweine und Schafe. Das heißt, wir müssten eigentlich unsere... Ich wollte ja generell mal eigentlich mehr, ne? Also mehr, also ihr wisst schon, mehr, ja. Naja gut, das ist die Kochsektion. Ich habe irgendwie, das war jetzt H, J, F, Q ist wegschmeißen, ne? E ist das wieder, okay.
Das ist der letzte Chat. Ach, mit Z geht das auch. U. Nö. Hm. Ja, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Aber wir haben doch schon so viel geangelt. Warum haben wir noch nicht alles gefunden? Oder ist da wieder was zugekommen? Ja, aber die Katze, die liebt uns doch regelrecht, oder? Gut, eher nicht. Melissa, Leon, Holly, Buttons, Brick. Die sind es also auch nicht. Wir sind sozusagen in der Reorganisationsfolge gerade. Cecil. Hast du irgendwas Neues für mich? In Wahrheit handelt es sich bei meiner Tochter um eine großartige junge Frau, auch wenn einige ihrer Eigenarten etwas befremdlich sind. Ja. Genau, da war ja noch was mit dem roten Buch, aber das habe ich bis heute nicht gefunden. Du kannst mir mal weiterhelfen. Ja, schön, dich zu sehen, bla bla bla. Irgendwelche Gerüchte? Angeblich hat Eliza ein paar Schwierigkeiten. Eliza. Dann gehen wir doch mal zu Eliza. Wo ist sie denn? Eliza, das müsste da sein. Ja, irgendwie kann ich mir die Namen nicht merken. Aber ich hatte es noch nie so mit Namen. Einen Moment, Fett LP. Könntest du mir einen Gefallen tun und diesen blauen Brief zu Oscar bringen? Na klar, bei Briefen, das geht immer ausgezeichnet. Dankeschön und tschüss. Ja, Oscar. Wo läuft der denn wieder rum? Das ist Jamie. Das ist die Katze Iris. Und da ist er. Hi. Oh, blauer Brief für mich. Allerdings. Dankeschön. Bitte nimm dieses für deine Mühen. Feuerwerk. Ja, das finde ich geil. Das ist Cecil. Ich wusste es doch. Die ist das. Ich muss mal mit dir reden. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Ja, schön. Ist das ein Roboter? Ein Roboter, den ich nicht erfunden habe? Lass mich das genauer ansehen. So echt. Solch eine Handwerkskunst hätte ich nie für möglich gehalten. Sie war vorhin ansprechbar. Das ist nicht bloß eine Puppe. Unglaublich. Also, kann ich sie haben? Nein. Oh, und ich dachte, dass wenigstens du mich verstehen würdest. Okay, gut. Was wolltest du von mir? Du bist nicht nur hergekommen, um mir diese Schönheit unter die Nase zu reiben. Sie ist kaputt? Hm. Nein, das glaube ich wirklich nicht. Ich vermute, dass ihr... Das habe ich nicht verstanden. Ich rede doch gar nicht mit dir, du blöde Google. Nein, das glaube ich nicht wirklich. Ich vermute, dass ihr der Treibstoff ausgegangen ist. Ich denke, dass 8 Sternensplitter reichen sollten. Sobald ich die habe, kriege ich sie bestimmt wieder zum Laufen. Sollte kein Problem sein. Ah, großartig. Nehm mir das mal ab. Ja. Also. Kriege ich nicht mal ein Dankeschön? Und ich hatte noch so viele Fragen. Ich schätze, du möchtest schnell hinter ihr her. Also. Kriege ich? Nein. Ich schätze, du willst schnell hinter ihr her. Oh, Herzchen. Möchtest du bei mir einziehen? Hm? Nein. So, Ren, wo bist du denn hin? Hallo? Hast du Ren gesehen? Ich habe wirklich keine Ahnung, womit ich die Manager so verärgert habe. Ich habe denen doch nur 100 Mal geschrieben. Ich bin halt ein Arsch. So. Ren, jetzt muss ich schon wieder auf die Map gucken. Ach, die ist im Wirtshaus. So. Ja, wir sind mittlerweile ein bisschen voll hier, ne? Also, ups. Ren. Joan. Ist sie am Klo? Schön, dich zu sehen. So, irgendwelche Gerüchte? Hm, hier scheint kaum was los zu sein. Alles klar. Wo ist denn Ren? Am Klo ist er nicht. Okay, ist nach oben gegangen. Ren? Hi! Vielen Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Mhm. Also, was hat er gesagt? Wird er mit mir zurückkehren? Den Blick sagt mehr als 1000 Worte, wenn das so ist. Wir hatten gehofft, dass es niemals so weit kommen würde. Bitte bring das zur Wissenschaftlerin. Das könnte seine Meinung ändern. Ja, du bleibst aber bitte hier. Ich renn mal wieder zur Wissenschaftlerin. Wissenschaftlerin, und das ist Cecil. Wo ist sie denn? Da unten. Alles klar.
Sekunde. Geh weg, Katze. Hau ab. Ziel. Warte. Was ist das? Ist das der Dank dafür, dass ich dir geholfen habe, sie wiederzubeleben? Danke, dass du sie hergebracht hast, Fett LP. Hallo, Fett LP. Ich bin jetzt schon seit einiger Zeit in diesem Dorf, aber ich habe nur wenig wissenschaftlichen Fortschritt beobachten können. Wahrscheinlich liegt das an den unzureichenden Einrichtungen für Forschung und Entwicklung. Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, deine Hilfe in Anspruch zu nehmen, um diesen Missstand zu beheben. Du wirst mir doch helfen, oder, Fett LP? Ja, klar, ich baue dir ein Labor. Großartig, ich hätte auch nichts anderes von dir erwartet. Also, die ersten Schritte, die wären dann... Richtig. Wir brauchen wohl eine Genehmigung, um ein Labor errichten zu können. Schließlich wollen wir ohne die entsprechende Genehmigung keine gefährlichen Experimente durchführen. Max wäre außer sich vor Wut. Wie wäre es, wenn du zu Max gehst und ihn davon überzeugst, dass wir mein Zuhause in ein Labor umwandeln dürfen? Ja, Max, bist du noch im Rathaus? Nee, ist klar, ist wieder um weh nach Hause. Schön einen Rotwein saufen, natürlich eine ganze Flasche. Max! Hi! Womit kann ich dir denn heute weiterhelfen? Geht es wieder um Cecils Labor? Ich muss hier stehen, dass ich bei der ganzen Sache so meine Zweifel habe. Ein Wissenschaftslabor hier unter der bekloppten Leitung? Damit scheint eine Katastrophe schon vorprogrammiert zu sein. Aber wenn du sie die ganze Zeit im Auge behältst, dann haben wir eine Chance, dazu überleben. Und wir könnten sicherlich statt Geld gut brauchen, dass ihre Erfindung liefern würden. Hier hast du die Wissenschaftsgenehmigung, daher kann ich es wohl erlauben, aber nur unter einer Bedingung, dass es klein ist und der Bau der Sicherheitsanforderungen eventuell muss ich nochmal lesen. Ich verlasse mich darauf, dass du dich darum kümmerst. Du bist in meinen Augen persönlich dafür verantwortlich, mein Junge. Ja. Ich weiß nicht, was ich mir heute gerade... Ich werde schon verrückt, wenn ich mir diese Anträge von Cecile nur ansehe. Abgelehnt, unverständlich und potenziell gefährlich. So, Oh, da ist ein Sternsplitter. Ich sammle mal wieder Sternsplitter ein. Hat mich ja heute ein bisschen Geld gekostet. Ich will hier hoch. Lass mich hier rein. Ich mach das Ding kaputt. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns schon übermorgen wieder zu einer neuen Runde Staxel oder zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao. Jetzt muss ich den Scheiß hier wieder aufbauen. Sekunde.